Der Kindertag der Industrie. Da muss man nicht was auswendig lernen, da kann man was ausprobieren. Wie werden Stahlseile produziert? Aus was besteht Beton? Und am Schluss sieht man, wie es funktioniert und das gefällt vielen und mir auch. Jetzt geht's los! Das, was die Kinder letztlich mitbringen sollten, ist das, was ihnen eigentlich natürlich schon mit auf den Weg gegeben ist. Einfach Neugier, Wissensdurst. Ich sag, wenn da die richtige Paarung zusammenkommt aus Wissensdurst und Menschen, die etwas weiterzugeben haben, dann wächst Leidenschaft und Passion. Damit wir in Oberösterreich in die Zukunft blicken können, brauchen wir drei Dinge. Das sind Techniker, Techniker und noch einmal Techniker. Auch junge Mädchen, die stehen in nichts den Burschen nach. Und wenn ganz viele Kinder auch die Technik entdecken, dann glaube ich, wird das auch für das ganze Land gut sein. Wir haben physikalische Experimente mit verschiedenen Gasen gemacht. Und jetzt tauchen wir wieder Stickstoff. Wir haben so ein Blinklicht gemacht. Wir haben die auch löten gelassen, haben ein bisschen gedacht, na, wie wird das, aber die haben sie unheimlich geschickt angestellt. Die Firma Trumpf stellt einen Geschäftsablauf dar mit den Kindern. Ab dem Zeitpunkt, wo ein Kunde eine Biegemaschine bestellt, bis zu diesem Zeitpunkt, wo er sie geliefert bekommt. Mein Wunsch für den heutigen Tag ist, dass möglichst viele Kinder unseren Vorträgen lauschen, dass wir viele begeistern können, dass sehr, sehr viele Fragen kommen, dass es lebhaft zugeht, dass sie auch alles, was wir mitgebracht haben, direkt ausprobieren und dass sie hier rausgehen und sagen, ich habe wirklich heute was Neues gelernt. Happy! 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 Happy!